Das Leben als Dämon ist gar nicht mal so leicht. Zumindest nicht, wenn man Ghost Rider heißt und auf der PS2 sein Unwesen treibt. Eigentlich heißt ihr ja Johnny Blaze und seid ein Mensch. Nach einem verhängnisvollen Pakt mit dem Teufel wurdet ihr allerdings zu Ghost Rider. Jetzt rennt ihr rum als brennendes Skelett mit einer Vorliebe für Lederklamotten und einer sehr, sehr langen Stahlkette. Eure Aufgabe? Unfolgsame Dämonen verdreschen. Und zwar auf sehr rabiate Weise. Zu Beginn des Spiels mischt ihr noch die Hölle auf. Erst später lässt man euch auf die Erde, um nach den Rechten zu sehen. Zu Beginn des Spiels ist euer Kampfrepertoire noch etwas begrenzt. Im Laufe der Zeit kommen aber ein paar ziemlich dicke Kombos hinzu, die euch den Kampf erleichtern. Bitter nötig, wenn man bedenkt, wie nervig eure Gegner teilweise sein können. Die durchschlagkräftigen Specials solltet ihr euch für die Bosskämpfe aufheben oder wenn besonders viele dicke Gegner auf dem Bildschirm sind. Die Unschuldigen werden gerecht. Zerbrich! Reiß sie nieder! Hier und da schwingt ihr euch auf euer Motorrad und gurkt ein wenig durch die Gegend. Das klingt zwar im ersten Moment recht spannend, ist aber in Wirklichkeit eher nervtötend. Strecken sind viel zu uninspiriert, dass da Spaß aufkommen könnte. Und Sprungeinlagen über tödliche Abgründe braucht nun wirklich keiner. Unglücklicherweise seid ihr dazu verdammt, die Rennen zu absolvieren, wenn die Story weitergehen soll. Naja, im Video sehen zumindest die Rennen ein wenig interessant aus. Schade nur, dass sie es nicht sind. Ghost Rider ist eine frech zusammengeklaute Actionmischung, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut spielt. Leider ist der Spielablauf auf Dauer doch etwas eintönig. Die unnötigen Rennsequenzen sind auch nicht wirklich motivierend. Unterm Strich ist Ghost Rider solide Actionkost für die PS2, die sich etwas zu auffällig bei Kollegen wie God of War und Devil May Cry bedient.